Hallo ihr Lieben, eine neue Folge und heute mal was ganz, ganz anderes, denn ich muss ein wenig improvisieren. Ich habe nun gerade das Video laufen, ihr seht mich da irgendwo im Garten rumdackeln. Es ist so, dass es bei uns zurzeit viel, viel zu windig ist. Ich kriege einfach nichts in den Kasten. Deswegen jetzt diese Variante. Es gibt jede Menge zu zeigen und zu erzählen und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's! Ja, was gibt's Neues im Garten? Alle, die mich bei Instagram verfolgen, die haben natürlich schon mitgekriegt, dass ich wieder ein bisschen am Basteln und Bauen war. Und ich habe mir schon was für die Wildbienen getan. Das, was ihr jetzt hier sehen könnt, alles improvisiert. Ich glaube, das spricht alles für sich. Habe ein bisschen Kreativität ausgelebt. Und zu den Löchern, die sind zwischen 5 und 9 Millimeter. Da habe ich mich mal von Stefans Hobbygarten inspirieren lassen. Dann könnt ihr sehen, das Dach vom Foodsharing-Stand ist weggeflogen. Ja, bin selber schuld. Ich muss das nochmal verschrauben, würde ich sagen. Kommt dann nochmal irgendwann demnächst. Ja, macht Sinn. Im Herbst hat es noch ausgehalten, aber jetzt ist es mir weggeflogen. So, das nächste. Zoomen wir mal ran. Die nächste Wildbienenstation. Ich war ganz fleißig am Sägen. Das war richtig viel Arbeit. Meine Säge ist über den Winter gut stumpf geworden. Väterchen Frost wollte ich schon sagen. Ross hat zugeschlagen. Auch bei den Bohrern. Ich habe zwei oder drei Bohrer richtig verbogen. Ach, habe ich vergessen zu zeigen in dieser Folge. Zeige ich irgendwann anders mal. Auf jeden Fall auch wie bei dem anderen Teil Löcher gebohrt zwischen 5 und 9 Millimeter. Das mögen die Wildbienen. Und ja, verkleidet das Ganze oder geschmückt das Ganze noch mit Korkenzieher Haselnuss. Kommen wir ja zum Grasrodenhochbeet. Da hat sich auch einiges getan. Da ist einiges an Zwiebeln im Boden gekommen und auch Knoblauch. Einmal Steckzwiebeln, Stuttgarter Riesen, dennoch Braunschweiger Rot und dann ist noch Knoblauch unlesbar und Knoblauch Casablanca im Boden. Ja, ich freue mich. Ja, so geht das voran. Gibt da noch ein paar andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Das ist nämlich einmal der Feldsalat. Da habe ich ein bisschen was vom einen Beet in dieses hier rüber geholt und ja, hat die Plätze angenommen. Der Knoblauch sieht weiterhin gut aus. Ich habe auf dem anderen Kanal noch mal was gesehen gehabt. Ich hoffe, denen geht's gut. Auch hier direkt das Beet dahinter unten, ein bisschen tiefer. Da war ja vorher der Mais drin. Das wächst auch alles. Zwiebeln und Knoblauch. Ja, und selbst bei meinem zuletzt angelegten Beet hier mit dem Naturzaun, ja, ist es vorangegangen. Ihr könnt die Veränderungen sehen. Bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich das in meinen Garten gebracht habe. Und da kommt auch noch mehr. Ja, einmal nochmal von dieser Seite. Das ist jetzt das Hochbeet unterm Apfelbaum. Salat und Radieschen drin vom letzten Herbst. Auch frische Radieschen pflanzen, die kleineren. Sieht alles richtig schön gesund und grün aus. Radieschen habe ich probiert, auch sehr lecker gewesen. Ich habe schon Riesenvorfreude, den Rest auch irgendwann zu ernten. Gut, jetzt sind wir beim Pavillon. Schauen wir mal rein. Da hat sich einiges getan. Bin zwar noch nicht so weit, wie ich wollte. Aber bin schon sehr zufrieden, habe ein bisschen fensterbankmäßig was eingebaut, dass ich ein bisschen was verstauen kann, ein paar Sachen an die Wände gehängt, einfach mal ein bisschen übersichtlicher und dass ich die Sachen auch finde und dass sie halt auch nicht immer im Regen liegen oder irgendwie so. Ja, ich habe ein paar Löcher im Pavillon, da habe ich auf jeden Fall größtenteils Ruhe. Ja, sieht ganz gut aus. Denn vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, eine meiner ersten Folgen, Demut tut nicht weh, was das Ganze auf sich hat. Oben rechts habe ich euch das jetzt mal verlinkt. Da habe ich dann noch
Holz gelagert, kleine Stückchen, die ich für irgendwas mal benutzen werde. Ich möchte, dass sie durchtrocknen. Ja, das alte Werkzeug und so weiter, ist ja nur Deko. Ja, und hier habe ich dann noch, wie vorne schon gesteckt, den Knoblauch, den unleserlichen und den Casablanca. Des Weiteren ja, habe ich ja da noch Tütchen Brutzwiebeln, heißen die Brutzwiebeln in dieser Variante, Steckzwiebeln, die roten Braunschweiger und die Bamberger Groß. An dieser Stelle vielen lieben Dank. Rhabarber war auch dabei. Ich habe super viele Sachen wieder von Madeleine und Ben gekriegt und bin super glücklich. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Kartoffeln waren auch dabei von Rote Desiree, Selina. Da waren so viele Sorten bei. Da sind nicht alle Aufnahmen was geworden. Deswegen ja, an anderer Stelle dann wieder mehr, wenn ich sie irgendwann mal aus dem Boden hole oder in den Boden bringe oder gebracht habe oder wie auch immer, lasst euch überraschen, so mache ich es bei mir auch. Ja gut, im Großen und Ganzen zufrieden, alles da, was ich brauche, also an Kartoffeln muss ich sonst nichts mehr haben, ich habe zu Hause auch noch was und das ist auch die Menge, die ich dann für den Garten brauche. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die da geht es in eine ganz andere Richtung. Ich habe mitgemacht bei einem Wettbewerb bei Lass mal nachhaltig. Habe mich da beworben mit einem eigenen Video und da ist einiges an ja, Filmmaterial entstanden, an, ja, an Outtakes. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten, die könnt ihr sehen. Das Video an sich, die 60 Sekunden, das 60 Sekunden Video, das werde ich euch jetzt auch mal oben rechts verlinken. Ansonsten viel Spaß mit den folgenden Szenen. Der Trailer, Wind, hör auf. Danke, bitte, danke schön. Das gefällt mir nicht. Kacke. Skript! Das ist voll schwer. Das muss jetzt reichen. Okay, was kommt denn jetzt? Die auf meinem Kanal entdecken. Aber Nachhaltigkeit. Oh je, nee. Okay, nächster Punkt. Ich glaube, ich habe das auf den Punkt gekriegt. Haben wir Pause weitermachen. Ne? Check one, two. So, also. Richtig schön im Garten. Ich habe heute eigentlich einen beschissenen Tag. Einen richtig beschissenen Tag. Aber so richtig, richtig beschissen. Ich dachte, ich kriege das hier nicht hin. Und dann nehme ich mir wieder ein Beispiel an meinem eigenen Video. Das da. Als ich in den Mausebergen war, ein Stück weiter im Wald. Und habe die Achtsamkeit, die Natur genossen. Es tat so gut, dass das so, auch jetzt gerade, so positive Auswirkungen auf mich hatte. So, es geht weiter. Next Tape. Ja, das wird spannend. Das ist doch scheiße. Ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, warum hier keiner im Garten ist. Mega geiles Wetter. Ah, ich hatte ja zu viel Zucker, das merkt ihr, ne? Laber-Rhabarbern und noch mehr Rhabarber-Labern und hin und her und außerdem kommt ja nichts bei rum. So wie zu den Outtakes. Scheiße. Ich fühle mich so ein bisschen befreiter jetzt, ne? Bin ein bisschen filmgeschädigt noch so. Okay, ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sagt Tschüss, euer Lars.